Moin Leute! Es geht heute um den Unimog. Ihr seht im Hintergrund im LKW, aber mein letztes Video. Das wird dann sogar das nächste Video sein mit dem LKW. Google mal. Aber heute geht es um Unimog. Und zwar, ich habe im letzten Video, ja, jemand drunter kommentiert, dass das ja, ja, dieses Rumgeballer mit dem Ding zwar lustig ist, aber ja, ein bisschen zu schnell ist und vor allem für diese Lenzerkosterie, da habe ich selbst gemerkt, mit den ganzen Macken, die mittlerweile hat, einfach nicht ausgelegt ist. Da muss man sich wirklich so, ich glaube, die heißen Becher oder so, also wirklich diese, diese Buggies etc. pp. Holen, die soll überschlagen können und alles nach Köln sowas machen. So, deswegen habe ich gesagt, da ich ihn auch mit in meinen Urlaub im Bayerischen Wald mitnehmen möchte, um da durch den Wald zu fahren, habe ich mir gesagt, wir müssen ihn jetzt zu einem richtigen, ja, Crawler ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil dafür hat er noch nicht genügend Verschränkungen etc. pp. Aber ein vernünftiges Geländefahrzeug raus, man muss auch ein bisschen durch den Wald fahren. Deswegen habe ich ein paar Dinge gekauft, die wir jetzt hier umbauen, damit das auch besser funktioniert. Willkommen am altbekannten Schreibtisch. Hier ist unser CC01 Modell. Übrigens, da kann ich auch noch ein bisschen erzählen. Ich habe mich ein bisschen informiert, habe überlegt, ja, vielleicht hat der CC02 vielleicht ein bisschen besser als Geländefahrzeug, aber irgendwie hat Tamiya beim CC02 so ein bisschen Rückschritt gemacht, so wie ich verstanden habe. Der hat zum Beispiel keine vernünftige Abdeckung mehr und allgemein sagen manche Leute, ihr könnt gerne in den Kommentar schreiben, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt ruhig rein, dass der CC01 ein besseres Geländefahrzeug ist als das CC02. Jetzt seht ihr den fangen wir jetzt erstmal mit Motor an. Ich habe einen neuen Motor geholt. Also das mit diesem ja, Tamiya-Motor mit dem höheren Drehmoment. Okay, war jetzt eine Idee, funktionierte auch soweit. Ist aber trotzdem zu viel. Und deswegen habe ich mir von der Firma LRP, wo ich auch schon vom LKW den Truck Pala geholt habe, habe ich mir von LRP auch jetzt den Crawler Special 3 gekauft. Ja, ich habe mich da länger informiert drüber. Es scheinen sich die Geister. Manche sagen, das ist cool, der Motor. Andere sagen, oh, die sind zu teuer, man kann sie anders holen. Es ist 55 Turn. Porsche Motor, es gibt eigentlich keine Porsche-less in diesem Geländefahrzeugbereich. Oder wenn, weil Porsche ist feinfühliger mit dem richtigen Regler. Viel feinfühliger und besser zu kontrollieren. Porsche-less auch, aber da muss man richtig teure Kombo holen. Das ist ja nicht. Ja, wie soll man sagen? Das rechnet sich nicht im Modell, was jetzt 150, 200 Euro, 150 hat es ja gekostet, im Modell jetzt eine Brushless Combo einzubauen, die auch genauso viel kostet. Also wir haben diesen Crawler Special 3 Motor von LRP. Der kommt da rein, der wird definitiv langsamer sein, wie dieser 55 Turns. Ich glaube, der hier hat jetzt 24 oder so. Und hat einiges mehr an Kraft. So. Ist der Motor natürlich nicht das Wichtigste, wenn man auch ein bisschen crawlen will oder ein bisschen das Gelände fahren möchte. Legt den jetzt einfach mal hier hin. Da könnt ihr lesen. Ihr müsst auch vernünftige Regler holen. Und da gibt es nur einen Regler, meiner Meinung nach, weil ich gelesen habe, dass der perfekt ist. Und zwar ist es von Hobbywing. Der hier. Ich glaube, der sollte jeden, der was damit zu tun hat, ein Begriff sein. Und zwar ist das Hobbywing Crawler Brushed, also der wird auch als WP, also 1080 WP. Das 80 steht auch, dass man 80 Ampere, was man hier sehen kann. Also hier 80 Ampere kann der belastet werden, das heißt 1080 WP. Das ist ein Crawler-Regler, weil er auch viele Einstellmöglichkeiten hat. Dabei ist nämlich eine Programmierkarte, wenn man hier unten sehen kann, ist dabei. Und der Preis ist dafür, was dieser Regler kann. Ich will nicht sagen geschenkt, aber mega günstig. 50 Euro kostet das Ding. Das ist
Nichts. Der Motor kostet nochmal 25, 30 Euro und dann haben wir eigentlich eine gute Kombo. Wie gesagt, man kann da sehr viel Sachen programmieren. Wasserdicht bedingt, aber die Motoren halten so ein bisschen unter Wasser aus. Ist aber bei vielen Motoren so, dass sie nicht wirklich 100% wasserdicht sind. Der ist voll wasserdicht, auch untertauchfähig. Der Servo hier, den will ich später auch mal austauschen. Das ist jetzt ein Original Tamir Servo TSU 03 drin. Der hat irgendwie 6 Kilo, 5,5, 6 Kilo Stellmoment. Da muss auch definitiv ein stärkerer rein, um im Gelände zu fahren. Also man sagt so 20 Kilo, 15 bis 20 Kilo Stellvermögen bei den kleinen Modellen sollen schon rein. Da muss man mal gucken, dass wir die Lenkung vielleicht verstärkt im Metall und so weiter. Da wird aber die Zukunft sein. Jetzt mal gucken, wie es im Bayerischen Wald damit verhält. Also der Regler kommt rein. Haben wir das schon mal. So. Und da ich ja nicht mit meiner... Oh, jetzt muss ich runtergehen. Schon mit Kalibra. Da ich ja nicht unbedingt hier mit durch den Wald fahren will, so schön die ist. Also ich mag ja diese Knüppelfernbedienung eigentlich. Ich mag die. Die ist ja, ne, ich mag sie wirklich. Auch mir schon direkt mal Display jetzt zerkratzt. Fällt mir gerade so auf. Ja, bleibt ja nicht so. Ich mag diese Knüppelfernbedienung wirklich. Für einen LKW ist das perfekt. Mit den ganzen Funktionen, die hat. Wahrscheinlich auch mal später für. Vielleicht kommst du auf den Trichter mal irgendwas mit Flug oder Hubschrauber oder so. Also Hubschrauber wäre wirklich was ich auch ganz interessant finden würde. Dann wäre das ja auch schon mal eine gute Vorbereitung. Habe ich mir. Der Gerät geholt. Der hier. Carson Reflex Reel 3 ist das eigentlich 7-Kanal LCD. Ist eigentlich die größte, nicht Knüppelfernbedienung, sondern wie nennt man die Pistolenfernbedienung oder so, die größte, die es gibt von Carson. 7-Kanäle, warum 7-Kanäle? Weil ich ja bei später Modellen noch weiter Funktionen haben möchte. Also wenn unser Langzeitprojekt ja langsam fertig wird, dann Motor starten etc. pp. Und hier bei dem Unimog vielleicht mal eine Seilwinde oder was auch immer. Da kann man eine Eisdaten steuern, weil man 7 Kanäle hat. Ist gar nicht so teuer. Ich glaube 60 oder 70 Euro hat es gekostet. Kann man machen. Natürlich gibt es auch wieder die Leute, die sagen, oh Gott, Carsten. Warum Carsten? Oh Gott, da gibt es doch bessere. Natürlich gibt es wahrscheinlich bessere. Ich habe nun mal mit Carsten angefangen. Ich habe auch überall Carsten Empfänger drin. Und ich finde es jetzt schade, da zu wetzen. Für mich reicht das. Ich denke mal, es reicht. Ihr könnt ja von mir hier drunter schreiben, was an der Fernbedienung für Vorteile haben. So Leute, voll vergessen. Ich habe noch von Tamiya Alu-Motorhalter für den neuen Motor geholt. Weil ich mir gedacht habe, dass der Kunststoffhalter wahrscheinlich nicht ganz so geil ist. Weil ich hatte ja sagen, musste dieses Teil richtig teuer finden. Kostet glaube ich 24 Euro oder so. Finde ich nicht günstig für Motorhalter. Aber egal. Wir wollen ja Spaß haben im Urlaub und dass das funktioniert. Und ja, am Ende des Videos können wir nochmal drüber reden, was man vielleicht noch anders macht. So, genug Blabla. Jetzt fangen wir mal an mit den Unimog. Ich habe bei dem letzten Video, ich habe leider erst das Material gerade gesichtet, beim Actros Umbau gemerkt, dass das Mikro rumgesponnen hat. Also entweder kein Ton aufgenommen hat oder der Ton ziemlich hell und leise geklingt hat. Keine Ahnung, ich hoffe mal nicht, dass das Mikro kaputt geht oder an der Butze. Hoffe, dass das jetzt besser ist. Ja, auf jeden Fall jetzt zusammenbar. Also und eins sage ich noch, ich kriege mit der neuen Fernbedienung da die Empfänger nicht verbunden. Ich weiß nicht warum, ich habe meinem Tamir vor dem Nachfrag, keine Ahnung. Aus dem Grund werden wir jetzt den mitgelieferten verbauen, der nicht wasserdicht ist. Jedenfalls muss ich, wie gesagt, vor Ort dann mir über den Amazonas an eine Box was schicken lassen, wenn er kaputt gehen sollte. Aber wir wollen es jetzt lauffähig haben. Du alles. Fangen wir mal an. Never break, always fight, never quit, do it right.
no shame. There's no time for the pain. Let the grind, I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? So, soweit ist alles eingebaut, habt ihr ja gesehen. Der Empfänger von der Fernbedienung, der Wackler, mit dem vielleicht hätte ich einen Regler da umdrehen sollen, fällt mir gerade so auf. Aber normalerweise, wenn ich das Loch hier ein bisschen vergrößere, sollte ich den auch hier reinkriegen. Oder wir machen hier einen Schlitz und ich klebe ihn unten drunter. Ich glaube, ich mache hier einen Schlitz, weiß nicht, der kann reißen. Wie machen wir das mit den anderen Ausschalter? Oder ich mache es ganz simpel. Wir kleben den hier drauf. Weil du kannst eh eine Seite, eine Karosse packen. Kann man so drauf tun. Ich glaube, kleben einfach hier so drauf. Servus aus der Nüchte. Ja, gucken wir mal. Mit anderen Ausschalter überlege ich mir das noch. Motor ist ausgebaut. Hier sieht man es. Diesen Halter. Kommt er so rein. Wir haben ja neben dem Motor diesen Halter aus Alu. Ich baue jetzt den Halter an dem Motor, da brauche ich die Schräubchen wahrscheinlich für hier. Die Schrauben muss ich nur nehmen und dann setzen wir ihn rein. Ja. Machen wir jetzt. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Alle Kabel sind verlegt. Funktioniert auch. Fernbedienung alles sauber eingestellt. Ne? Kalibriert ist. Ich habe den auch schon mal mit Programmierkarte eingestellt. Da hinten liegt sie. Die einzelnen Sachen, die 15 Sachen, die man hier einstellen kann, die erkläre ich jetzt nicht. Da gibt es 2 oder 3 Videos schon auf YouTube, die das erklären. Ich verlinke schon. Ja, jetzt funktioniert alles. Jetzt muss man mal mit Einstellungen rumspielen, Gelände fahren und gucken, was passiert. So sieht's aus. Ich werde berichten. Ich werde natürlich Videos machen im Urlaub, wie wir mit den Dingen durch den Wald fahren, etc. pp. Und ja, die werden dann im nächsten Video eingeblendet.
Ich bin mal gespannt, wie das Ding fährt, was ich vielleicht noch verstelle mit der Programmierkarte und wie er sich schlägt. Mit dem neuen Motor und alles. Bin ich echt gespannt. Ich freue mich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Video, keine Ahnung, glaube ich, wird Actros der letzte Teil, die Pendelaufhängung. Und danach dann bin ich aus Urlaub wieder und dann gucken wir mal, ob er Schrott ist, ob er total Schrott ist oder ob er durchgehalten hat. Ich werde berichten.